Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Fußballtrikot vom 1. FC Mainz 05 anfertigen könnt. Das schwarze Trikot ist das Auswärtstrikot der Saison 2014-2015 und was ihr dafür benötigt und wie ihr es macht, erzähle ich euch jetzt. So, ihr benötigt dafür den Loom, den Hook bzw. Haken. Ihr braucht schwarze Gummibänder, weiße und ein rotes. So, ihr fangt an, indem ihr den Loom so vor euch stellt, dass die Reihen, die mittlere, um eine nach vorne versetzt ist und der Pfeil von euch weg zeigt. Ihr fangt an und spannt immer zwei Gummibänder. Immer zwei, das heißt, ihr fangt jetzt an vom ersten Stift zum zweiten Stift mit zwei weißen. Jetzt nehmt ihr euch zwei schwarze Gummibänder und macht vom zweiten Stift der Mitte zum zweiten linken Stift. Jetzt nehmt ihr euch erneut zwei schwarze und macht sie vom zweiten Stift der Mitte zum zweiten rechtsaußen. So, jetzt haben wir sozusagen den Aufhänger gemacht und den Schulterbereich. Jetzt geht es auf der linken Seite weiter. Und zwar spannt ihr jetzt wieder zwei schwarze. Das ist vom zweiten Stift zum dritten Stift. So, nun kommt schon das Rot-Weiße. Das ist das Mainz 05 Zeichen. Also nehmt ihr ein weißes und ein rotes. Und spannt es wieder vom dritten Stift zum vierten Stift auf der linken Seite. Jetzt nehmt ihr euch zwei schwarze und macht es vom vierten Stift zum fünften Stift. Nun nehmt ihr euch zwei weiße. Und macht es vom fünften zum sechsten Stift. Das Weiße ist die Werbung, die dann auf der Mitte des Trikots dann zu sehen ist. Nun nehmt ihr wieder zwei schwarze und macht sie vom sechsten Stift zum siebten. Und nochmal zwei schwarze vom siebten zum achten Stift. Nun geht ihr in die Mitte, nehmt zwei schwarze. Vom zweiten zum dritten. Vom dritten zum vierten. Vom vierten zum fünften. Vom fünften zum sechsten vom sechsten zum siebten nehmt ihr zwei weiße und vom siebten zum achten
nehmt ihr zwei schwarze. Und da wäre die mittlere Reihe auch fertig. Nun geht ihr an die rechte Seite. Da beginnt ihr mit zwei schwarzen. Jetzt kommen zwei weiße. Das müsste auch wieder Werbung sein. Ich glaube, Nike-Werbung war es. Also vom 3. zum 4. Vom 4. zum 5. zwei schwarze. Vom 5. zum 6. zwei schwarze. Jetzt nehmt ihr wieder zwei weiße. Vom 6. zum 7. Stift zwei weiße Gummibänder. Und dann nochmal vom 7. zum 8. Stift zwei schwarze. So sieht der Loom jetzt aus. Jetzt dreht ihr ihn euch um. Ihr benötigt jetzt wieder zwei schwarze Gummibänder. Die spannt ihr einmal jetzt vom links zur Mitte. Auch zwei Stück. Noch einmal zwei schwarze, von rechts zur Mitte. Nun benötigt ihr ein schwarzes und das wickelt ihr dreimal um den untersten mittleren Stift. So, nun dreht ihr euch den Loom wieder um, sodass der Pfeil wieder von euch weg zeigt. Jetzt benötigt ihr zwei schwarze Gummibänder. Und jetzt wird diese inneren Bänder werden jetzt gespannt, damit sozusagen die drei Reihen einen Halt haben. Ihr nehmt also zwei Gummibänder und spannt die jetzt von der Mitte nach links und rechts. Also alle drei Stifte, Mitte, links, rechts. Das ist abgerutscht, Mitte, links, rechts, damit ihr so ein Dreieck habt. Und das macht ihr jetzt bis hoch. Wieder zwei Gummibänder nehmen. Von dem nächsten Stift der Mitte wieder links, rechts. Ein bisschen runterdrücken, damit es nicht abrutschen kann. Wieder zwei schwarze Gummibänder. Und wieder Mitte, links, rechts. Und erneut Mitte, links, rechts. Und noch einmal von diesem Stift links, rechts.
So, hier oben, die bleiben frei, weil sich da ja zum Schluss dann alles trifft und die dann sowieso verlumpt werden. Jetzt brauchen wir die Ärmel. Wir nehmen dafür unseren Loom vor uns, nehmen das untere freie und spannen jetzt wieder zwei Gummibänder. Sucht ihr euch eine freie Stelle aus. Ihr müsst sie dreimal spannen. Das heißt einmal schwarz, zweimal und dreimal. Und das Auswärtstrikot hat vorne ein weißes Bündchen. Deswegen nehmt ihr jetzt ein weißes und wickelt es dreimal um den untersten. Und das Ganze machen wir nochmal auf dieser Seite. Nochmal dreimal zwei schwarze spannen. Und wieder ein weißes unten dreimal drumherum wickeln. So, das wären unsere Ärmel. Die verlumen wir jetzt auch als allererstes. Ihr geht also hinein, drückt euch das Weiße zurück und holt euch die unteren zwei schwarzen raus. Haltet das so ein bisschen fest und zieht sie nach vorne. Gleich auf dieser Seite die weißen zurückdrücken, die schwarzen beiden rausholen und nach vorne geben. So, jetzt nehmt ihr einen Ärmel ab, ihr geht dafür hier rein, zieht ihn ab. Könnt ihn schon ein bisschen in Form bringen. So, und geht an die erste Seite. Der Ärmel wird an den Schulterbereich angebracht. Also in dem Fall. So, ihr nehmt jetzt euren Ärmel und gebt ihn hier drauf. Dann benötigt ihr zwei Gummibänder und die kommen auf den vorderen Stift. So. Wenn ihr jetzt den Ärmel lang zieht, dann seht ihr diese zwei Löcher. Da gebt ihr jetzt den Hook hindurch, zieht ihn straff, nehmt aber gleichzeitig die beiden mit auf euren Hakenspitze, dass das straff ist. Und jetzt müssen diese Bänder durch dieses Loch, wo der Hook im Moment noch drin steckt. Ihr zieht die also im straffen Zustand durch. Und gebt es auf den vorderen Stift, was jetzt noch auf dem Hook ist. Zieht es ein bisschen lang und drückt es runter, dass es euch nicht abrutschen kann. Und somit haben wir den Ärmel befestigt. Ich zeige es euch nochmal auf der anderen Seite. Ihr geht es also runter, nehmt euch den zweiten Ärmel ab, ein bisschen in Form bringen.
So, jetzt geht ihr hier oben dran. Da ist wieder der Schulterbereich. Jetzt gebt ihr den Ärmel auf diesen Stift. So, jetzt benötigt ihr wieder zwei schwarze. Die gebt ihr wieder auf den vorderen Stift. Jetzt geht ihr mit eurem Hook wieder, zieht, wenn ihr das lang zieht, seht ihr wieder die zwei Löcher. Ihr geht also in das erste hinein. Nehmt, haltet die hier so ein bisschen fest. Nehmt die zwei auf die Hookspitze mit drauf. Das ist hier abgegangen. Drauf machen. So, auf die Hookspitze mit drauf, lang ziehen und dann den Ärmel über das drüber stülpen oder die Spitze durch den Ärmel ziehen. Alles abgegangen. Also am besten im Straffen, ich mache das jetzt mal so andersrum. Langziehen. Durchziehen. Und auf den vorderen geben. So, nun habt ihr die beiden Ärmel befestigt. Und jetzt kann es ans Volumen gehen. Ihr fangt jetzt in der Mitte an. Ihr volumt immer der Reihe nach. Das heißt, die Bänder, die oben drauf liegen auf jedem Stift, müssen zuerst volumt werden. In diesem Fall wäre es das, was von rechts kommt. Dann kommt das linke und dann kommt die Mitte. Ihr drückt also den umringelten Ring, Gummiring zurück. Holt euch die zwei Gummibänder, die von rechts kommen, um den Stift herum und nach drüben geben. Jetzt nehmt ihr euch die linke Seite vor, das heißt, ihr geht wieder hinein, holt sie euch raus, um den Stift herum und nach links geben. Jetzt bleibt die Mitte noch übrig. Ihr geht also in die Mitte rein, holt euch beide heraus und gebt sie nach vorne. Ob ihr nun links, mittig oder rechts anfangt, ist egal. Es muss jetzt der Reihe nach volumt werden. Und zwar die unteren. Ihr drückt alles, was oben ist, zurück. Holt euch immer die unteren beiden um den Stift herum und nach vorne. Achtet darauf, dass ihr immer beide erwischt und nicht eins hängen lasst. Hier ist der Mittelteil gespannt. Auch den drückt ihr mit zurück. Holt euch die unteren beiden und nach vorne. Beim nächsten dasselbe Spiel. Zurück. Die unteren beiden und nach vorne. Jetzt seid ihr bei dem Stift, der ziemlich voll ist, wo ihr den Ärmel gespannt habt, auch da alles zurück und ihr holt euch die untersten schwarzen und gebt es nach vorne. Auch der nächste Stift ist ziemlich voll,
aber auch da alles andere zurück und nur die unteren zwei sind wichtig. Und den macht ihr zur Mitte. Jetzt geht es wieder unten hin. Ich mache jetzt links weiter. Zurück, die unteren beiden holen und nach vorne. Zurück, die unteren beiden holen und nach vorne. Zurück, holen, nach vorne. Da ist wieder, wo der Ärmel drauf hängt. Zieht euch das runter, zurück, holt die zwei unteren schwarzen und gebt sie nach vorne. Und nun noch die Mitte. Den haben wir schon, also machen wir jetzt hier weiter. Holt euch die zwei. Nach vorne, zwei, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Jetzt seid ihr bei dem Stift, wo sich alle Gummibänder treffen. Benötigt ihr die beiden weißen. Ihr geht also hinein, drückt alles Schwarze zurück und holt euch nur die zwei weißen raus. Helft ihr so ein bisschen nach und gebt sie nach vorne. Jetzt geht ihr hier mit dem Stift nochmal, mit dem Hook nochmal drum herum. Und nun könnt ihr es abmachen. An der Stelle, wo die Ärmel sind, da geht es etwas schwieriger. Da könnt ihr euch auch den Hook zur Hilfe nehmen, wenn ihr möchtet. Habt ihr hier oben noch vier Gummibänder, dann nehmt ihr euch die vorderen mit der Hookspitze, zieht sie durch die zweiten durch und zieht sie fest. Zieht ihr hier unten das noch ein bisschen in Form. Und fertig. Ist das Mainz 05 Auswärtstrikot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt etwas mit anfangen und ja, schaut doch einfach auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Vielleicht ist was Passendes dabei für euch. Tschüss!